vuotta täytin. Isä poltti puisen veturin. Se sauna pesän tuhka. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von My Summer Car. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mittwoch Bergfest. Wir haben eine neue Folge am Start. Wir sind immer noch bei Fletari und wir wollen heute hier bei Fletari mal die Gummierung bestellen für unsere GT-Felgen. So, 4 Stück an der Zahl. Ich bin mal gespannt, was es kostet. Geldkoffer hatten wir mitgenommen, ne? Ich gucke gleich nochmal. So, und ich habe ein kleines Update für die My Summer Car Updates, denn ich habe weitere Informationen gefunden. Was ist denn so Neues in der Experimental-Version mit den letzten 2 Updates hier ins Spiel gefunden hat, beziehungsweise was es für Updates bekommen hat. So, vorher machen wir aber hier aus zeitlichen Gründen, weil wir haben es schon 14:45 und wir kennen Fletari, der macht von Ma bis Pi Klo 8 bis 16. Deswegen machen wir das lieber jetzt mal ganz schnell. So, pass auf. Zack. Da. Fletari, alte Schachtel. Reg dich wieder auf, dass ich da deinen Weg kaputt fahre. Ich sorg immerhin für Umsatz bei dir. Also, jetzt auch mal auf hier. Das gibt's ja wohl nicht. So. Zack. Können wir nämlich dann, wenn die auch fertig sind, dann endlich auch mal unsere GT-Felgen dann auf unseren Satsuma machen. Noch fahren wir mit den Standarddingern rum, ne? Also Originalrädern. So. So, so. Sehr schön. Dann zeig mal her. Hallo. Hallo? Jetzt. Das wusste ich gar nicht. Man kann sich bewegen, okay. Mhm. Ja, hm. Okay, sehr interessant. Okay, so, pass auf, wo sind sie denn hier? Und zwar würde ich die hier nehmen wollen, ne? Wie immer, die 3200, immer das teuerste. So, aber wir kriegen 10% Rabatt, 2880, braucht man gar nicht, das Geldkoffer. Einmal bestellt. Sehr nett, da können wir gleich mal was ausprobieren. Wir kriegen den... Wir kriegen sein Vandale, damit wir wieder nach Hause kommen, obwohl wir einfach nur die Räder abgegeben haben. So, denn wir kennen es ja, wie gesagt, im Startbildschirm, beziehungsweise am Anfang, wo man bestätigen muss, dass es noch in der Experimental ist, gibt es ja jetzt einen gelben Rahmen im Hauptmenü, wenn man da über die ganzen Menüs oder der Farbauswahl geht, da hat es mittlerweile Geräusche gegeben. Und der Vandale, der soll auch wieder ein bisschen mehr Power gekriegt haben und wenn du jetzt hier im Leerlauf fahren solltest, beziehungsweise wenn du jetzt nicht parken gedrückt haben solltest, rollt er ja eigentlich weg. Und da war er uneinholbar und das soll jetzt so abgeändert worden sein, dass der langsamer gemacht worden ist in der Hinsicht. So. Jetzt die Frage, ist es neutral? Parken passiert natürlich nichts, ist wie Handbremse. Nee, neutral nicht. Erst Drive Mode. Okay, wenn du kein Gas gibst. So, da hast du früher immer das Problem, dass er dann weg war und du den nicht mehr eingeholt gekriegt hast. Jetzt ist er so, mittlerweile so langsam, dass du zu Fuß schneller bist als der Vandale. Also er hat mehr Power gekriegt, aber was das hier angeht, wenn du hier im Drive Mode bist, bist du zu Fuß schneller, als er hier so wegrollt, damit du den quasi wieder einholen kannst. Das hat jetzt mit dem Update dazu gegeben, beziehungsweise einen der letzten Updates mit dazu gekriegt. So, dann kannst du wieder Drive Mode gehen, zack, anschnallen und dann kannst du Gas geben. Ich würde mal sagen, auch wenn wir, also ich und das Muscle Car, keine Freunde werden, wir ziehen mal eine Runde. Wie gesagt, er soll ein bisschen mehr Power gekriegt haben. Schauen wir mal. Wo wir den das letzte Mal gefahren sind, war relativ stabil, ne? Meiner Meinung nach. Ja. Let's go.
Okay. Also schneller ist auf jeden Fall. Instabiler finde ich ihn jetzt nicht deswegen. Aber schneller finde ich ihn schon. Alles gut. Alles unter Kontrolle. Das muss so. Ich möchte nach. Ich möchte auf die Straße zurück. Aber wir verlieren komischerweise nicht die Kontrolle, ne? Das geht nicht gut aus. Das geht nicht gut aus. Also schneller ist auf jeden Fall geworden. Und zu Testzwecken haben wir uns natürlich gerne geopfert. So. Dann führen wir mal das gute Stück wieder zurück, denn wir haben ja immer noch in unseren Satsuma. Das war jetzt wie gesagt nur zu Testzwecken. Also in meinen Augen ist er wirklich schneller geworden. Dann hat man es gesehen, dass man wirklich nebenbei leerlaufen kann. Da kommt ein Baum, muss aufpassen, ne? Also das haben sie auch gut geändert. Also auch eines der Updates hier. So. Genau welches Update wann gekommen ist, kann ich natürlich jetzt nicht sagen. So. Ein paar Sekunden später. So. Zum Glück standen da Reifen, ne? Die haben das abgefedert. So, Flattery, du hast dein Auto wieder. Hallo. Also, erstmal abschneiden und dann erst aussteigen. So. Guck, Flattery hat schon wieder zu. Kannst du mal? So, sehr schön. Dann hatten wir schon den Hinweis, dass der sehr schöne Rusko, dass der heiß läuft. Und der kann jetzt auch, oder der tut jetzt auch Kühlwasser verlieren. Das ist ein Update, was mit dazugekommen ist. Also er läuft am Ende jetzt noch schlechter, als er vorher schon lief. Und das war schon katastrophal, jetzt soll es noch schlechter sein. Dann soll es neue Sounds hinzugekommen sein für diverse Gegenstände, zum Beispiel bei uns zu Hause. Das werden wir uns nämlich jetzt auch gleich mal noch mit angucken. So, vorher habe ich noch einen kleinen Zwischenstopp geplant, was auch das Update betrifft. Quatsch, hier. Zack. Zack. So, vorher müssen wir unser Zuma natürlich wieder warm laufen lassen. Vielleicht treffen wir heute mal den Cousin. Heute da dürfte ruhig mal der Cousin hier in unsere Folge kommen. Weil da gab es nämlich auch ein Update. Nämlich, wenn man den Weg blockiert, hupt der jetzt nämlich rum. Macht er dann. Plus, weil man im Weg steht. Aber ich glaube, er soll immer noch so aggressiv fahren. Was halt neu dazu gekommen ist, ist, dass er rumhupt. Die Hupe. So. Sollte passen. Handbremse ist gelöst. Erster Gang. Let's go. So, dann fahren wir mal Richtung nach Hause. Na, Vorsicht. Eine Minute, 37 Sekunden später. Es geht heute ohne Crash, ne? Ja. Wait a minute. Es geht heute ohne Crash, ne? Ja. Schön, er hat uns das Auto kaputt gemacht. Aber man hat's gehört, oder? Ich sag ja, er fährt immer noch ein bisschen nach Audi, ey. Haben wir jetzt einen Auspuff verloren? Tatsächlich. Oh. Wir haben irgendwie gerade alles hier unter das Auto verloren, oder? Aber ihr habt es gehört, oder? Er hat gehupt jetzt, weil wir im Weg waren. Und unser Satsuma bewegt sich wieder. Nicht gut. Nicht. Nimm mal das Häkchen jetzt hier. Ich verfluche ihn, ne? Oh, Gott sei Dank. Ruhe. Ja, da hört man es wieder. Also, Mr. Green hat eine Hupe gekriegt. Ob man es glaubt oder nicht. So, ne, ich will hier eigentlich die Packung Wurst haben. Da. Side Skirt left? Nee, ich will... Ja, dann fahr doch! Mann! Passiert das, ob ich vor dem rumlaufe?
Superman. Batman in einer Person. Jetzt, das hast du davon. Der Kopf. Ja, das hast du davon. Das solltest du nicht machen, ne? So, hier vorne, das Ding ist natürlich auch abgefetzt. Bündig alles hier. Oh, der Cousin, ne? Jetzt siehst du hier alles. Ach, Cousin. Also so schnell konntest du gar nicht reagieren. Also zu mal, hör auf dich zu bewegen, ich will hier das Häkchen haben. So. Ja. Das läuft. So. Na, ich sag mal jetzt Ruhe vor dem Cousin. So, dann fahren wir mal ganz kurz ein Stück nach vorne. Ich hoffe, der fährt jetzt noch ohne Probleme. Gut, dass der Zug jetzt durch ist. So. Die Wurst nehmen wir natürlich noch mit. Die schenken wir ihm nicht. Was? Erst opfern wir uns für einen Test mit den Vandale. Ja, der Cousin. Was kommt noch? So. Gut, let's go. Auf zum nächsten Zwischenstopp, dann fahren wir nach Hause und dann gucken wir uns da noch ein paar Sachen an, die mit neu ins Spiel gekommen sind. Also wie gesagt, der Cousin hat jetzt noch neben seiner aggressiven Fahrweise, die er vorher schon hatte, noch eine Hupe bekommen, damit er gleich noch aggressiver wird. So. Was mit dazu gekommen ist, betrifft Jockes Haus nämlich. Ich weiß bloß nicht, ob das bei uns noch funktioniert, weil bei uns ja Jock jetzt schon mittlerweile ausgezogen ist. Und ich glaube, die Frau wohnt daher ja auch nicht mehr hier, ne? Deswegen, wir gucken einfach mal. Ist der Zettel mit der Axt? Okay, man hört ja auch nichts. Also, wenn Jogi hier noch wohnt und man hier steht, wurde ein Audio zugefügt. Und dann hört man nämlich seine Frau hier drin schnattern, quatschen, reden, ablästern, telefonieren, ich weiß es nicht. Jogi sitzt hier draußen und wenn man hier steht, hört man halt seine Frau reden. Auch sehr nett, das Feature. Aber wir haben es leider nicht mehr, weil ja Jogi nun mittlerweile von uns gegangen ist. Daher kann ich das hier leider nicht zeigen, aber auch das ist neu dazu gekommen. So, ich wette mit euch, ich werde noch nicht immer alles hier aufzählen. Es gibt bestimmt noch was, noch viel mehr. So. Ich finde es halt traurig, dass es nicht so eine richtige ordentliche Auflistung gibt irgendwo. So. Dann würde ich sagen, düsen wir nach Hause. Da gucken wir uns noch das ein oder andere an. Und dann haben wir mal das Ganze, die ganzen Updates mal ein bisschen aufgearbeitet. Und dann müssten wir im Groben und Ganzen quasi, wie gesagt, dann alle neuesten Updates mit, ja, zumindest aufgeführt haben. 20 Minuten später. Home sweet home, würde ich sagen. So, kurz anfahren scharf, dann geht er von alleine aus. Das läuft, so muss das sein. So. Bevor wir es vergessen, würde ich sagen, machen wir das gleich noch zusammen schnell. Wenn ich nicht falsch liege. Sieht nur Größe, wie gesagt, Wechsel hier hat natürlich auch diesen Sound gekriegt. Was wir auch schon festgestellt hatten, wenn wir eine rauchen, gibt es dieses Feuergeräusch. Tun wir auch gleich nochmal machen. Also, wenn man jetzt zuhört, wenn man Zigarette nimmt. Ja, also, einmal Feuerzeuggeräusch. Das ist mit dazu gekommen, aber das ist ja schon eher, also schon länger bekannt. So. Dann auch dieses leichte Ausatmen, das Geräusch ist auch dazu gekommen. Hallo, kann ich hier mit zweimal I weg damit? So, mein Freund. Dann gibt es neue Sounds hierfür.
Okay. Neue Sounds hierfür. Echt jetzt? Okay. Okay, wir gehen ganz kurz ans Telefon. Möller Schmitz, hier wünschen. Ja, geht klar, Oma. Okay, Oma will wieder Fisch. Ich hätte gehofft, dass sie mal wieder zur Kirche will. Haben wir noch Fisch? Haben wir noch? Ich weiß es nicht. Kann ich mit dem Moped fahren? Ist das einsatzbereit? Ich möchte jetzt nicht den Weg laufen. Das ist immer wieder klar, dass du wieder hinfällst. Komm mal hoch hier. So, das müssen wir ganz kurz mal überprüfen. Drive Mode. Ist der Benzinhahn überhaupt aufgedreht? So. Das ist die Reserve gewesen, ne? So. Zack. Das müsste aber gehen. Sehr schön. Aus der Gang, let's go. Ganz kurz zum See. Sind gleich wieder zurück. Gleich geht's weiter mit den selben Kulissen. Ich weiß gar nicht, haben wir die Falle platziert gehabt? Ist mir doch ins Kühle nass. Ja, Falle haben wir. Walla, Falle. Samtfisch. Naja, Oma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, so 10 Fische kann ich dir gerne vorbeibringen. Das ist kein Problem. Holy shit. Ich habe gehofft, dass wir wenigstens einen haben, aber gleich so viele Fische? Na gut, das Ding hängt doch schon eine Ewigkeit im Wasser, ne? So, dann ganz schnell noch zurück. Jetzt sehe ich schon wieder drüber. Heidi Witzka. Ja, erster Gang, let's go. Ah, das schauen wir uns jetzt an. Sehr schön. Also, wir hatten einmal die Soundkulisse für den Wagenheber. Einmal hier für den Motorheber. So, jetzt lass mich mal ganz kurz. Soweit ich weiß, Taschenlampe müsste auch ein neues. Wie war denn das? Genau, wenn man an- und aus macht. Hat also auch einen Sound bekommen. Wartet, das war's aber noch nicht. Wo ist denn der Wagenheber? Da hinten. Denn der hat auch eine Soundkulisse bekommen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Habt ihr das gehört? Also beim Öffnen und beim Drehen hat er jetzt auch einen Sound dazu bekommen. So. Nee, du sollst eigentlich. Ich muss ja hier machen. So, und dann ist er zusammengeklappt. Technik, die begeistert. Also, das hat schon mal einen neuen Sound bekommen. So, und dann auf jeden Fall hat der Helm auch einen Sound bekommen. Beim Aufsetzen. Und natürlich auch beim Absetzen. So. Okay. Also, Display kaputt, ganz, wurde behoben. Und, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ich habe natürlich ein richtig schön spezielles Finale hier aufgehoben. Ich muss bloß mal ganz kurz gucken, dass ich irgendwas übersehen habe. Ja doch, eins haben wir noch. Da müssen wir aber auch wieder laufen. Ein ganz kleines Feature, aber immerhin ein Feature, was auch erwähnenswert ist. Ja, ich warte. Denn beim Holzhacken
hat sich, ah ja, genau, Holzhacken, hat sich natürlich auch was getan. So, pass auf, so, das kennen wir ja schon, das hat sich nicht geändert. Das kennen wir auch, das hat sich nicht geändert, aber jetzt, wenn man hier diesen Picklock aufhebt. Klein, aber man muss es erwähnen, weil es hat halt einen Soundfile dazu gekriegt, wenn da du so einen neuen Holzflock da einfach mal hinstellst. Und ich dachte. Entschuldigung, so, der ist da, sehr schön, der Hammer. Gib mir mal den Hammer, so, so. Und der hat nämlich jetzt auch so ein Schwinggeräusch bekommen, also das ist auch dazu gekommen. Wie gesagt, was jetzt genau wann wir als Update dazu kommen in der Experimental, das kann ich leider jetzt nicht dazu sagen. Deswegen hole ich das alles jetzt einfach mal nach, was ich so erfahren habe. Und soweit muss ich mal ganz kurz noch überlegen, aber soweit haben wir sonst dann eigentlich alles durch, bis auf eine Sache. Und das ist das große Finale für diese Folge. So, wenn man nämlich jetzt einfach mal kann ich den, warte mal, ich muss das Ganze ausprobieren, Ender Play Mode, er geht anzuschalten, okay, dann müsste es auch so gehen, wenn man nämlich jetzt plötzlich auf den PC pipit. Kriegt man eine Errungenschaft freigeschaltet. What a shock. Man bekommt einen Stromschlag, an dem man stirbt. Mel die from peeing into electric ambulance. Und damit sind wir am Ende mit der neuen Folge von My Summer Car. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen. Und wer es noch nicht gemacht hat, beziehungsweise neu auf meinem Kanal ist, gerne auch ein kostenloses Abo da lassen. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann am Freitag zu einer neuen Folge wieder. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen und wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.